À tous les imitateurs, profiteurs et moqueurs des ondes féminines, je suis là pour couvrir les filles et pour tous les faux rappeurs misogynes. Écoutez, je fais ma paix. Balance sa mère, mais le balance sévère vers eux. Percer sévère envers eux, vénère envers ceux qui nous ont trop longtemps versés dans un climat merdeux. Balance sa mère, nerveux, balance sévère vers eux. Percer sévère envers eux, vénère envers ceux qui nous ont trop longtemps versés dans un climat merdeux. Comme dit mon DJ, Ken, fais-le, façon fâchée. Te dis direct, les faux sapés, façon carré raté. Je suis bienvenu pour les bâcher. Lâcher une balle aussi pour le but qu'attaché. Notre apprentissage que mettre des meufs à cacher. On va pas te lâcher, mâcher, on est venu pour te lâcher. T'es pâché, des novices de l'esprit. Et sachez qu'on est toujours dehors, fort, bien, pour marcher. La tête haute et ceux qui disent que le rap est mort ont vraiment tort. Car comme c'est Strauss, on est là pour défendre encore. Le rap est mort. Y'en a beaucoup qui le disent. Le rap est mort. Y'en a beaucoup qui le disent. Le rap est mort. Y'en a beaucoup qui le disent. Le rap est mort. Si on fait moins de merde, ça serait peut-être pas la guerre. Présente la familia. Tapis rouge pour l'NGA. Parce que le micro peut décrire ce qu'il y a. Avant j'essayais de canaliser ma force dans des situations devenues banalisées. Maintenant que t'es là, t'as plus qu'à analyser. C'est clair, le schéma est devenu tendu. Dans les motivations du rap dans son rendu. En certains, y'en a qui sont déjà pendus. Au début ça commence à faire bien dans le flow. Après ça commence à bien faire, c'est chaud. Si tu me demandais qui dit ton rap, je suis prête à dire ton rap, c'est ta merde. Gut, dann machen wir es jetzt einfach zweimal. Wir lehnen die sogenannten Streitschlichtungsmittel. Stopp, ab jetzt, bitte nochmal, Entschuldigung. Okay. Ja. Haben sie alle? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, einmal hier die Kabellage bitte, einmal okay. So, dass wir uns hier nicht stören. Das wäre sehr dankbar. Laufen gut. Alle? Nee, noch nicht. Wir lehnen die Streitschlichtungsmechanismen, wie sie in CETA und TTIP gedacht sind, ab. Warum? Diese Streitschlichtungsmechanismen sind Hinterzimmergerichte, die im Geheimen tagen, die den Rechtsstaat aushebeln. Ich frage mich immer, was denken sich eigentlich die Befürworter dieser Abkommen? Ist die Bundesrepublik Deutschland kein ausreichender Rechtsstaat? Ist die USA kein ausreichender Rechtsstaat? Deshalb lehnen wir das ab. Wir haben einen vernünftigen Rechtsstaat. Wir brauchen diese zusätzlichen Maßnahmen nicht. Und wir sind auch sehr, sehr kritisch bei diesen ganzen Abkommen, was die sogenannte regulatorische Kooperation angeht. In der regulatorischen Kooperation geht es schlichtweg darum, dass letztendlich die Länder nur noch gemeinsam Umweltbestimmungen, Verbraucherschutzbestimmungen, soziale Bestimmungen fortentwickeln können. Und wir sind der Meinung, dass dies die Möglichkeit, demokratisch eigenständig zu entscheiden, stark einschränkt. Was wir überhaupt nicht verstehen können, ist, was die SPD treibt. Die SPD hat auf einem Parteikonvent unter Ausschluss der Öffentlichkeit darüber debattiert und kritisiert, dass TTIP und CETA im Geheimen verhandelt wird. Ich frage mich manchmal, ob das der SPD nicht selber absurd vorkommt, aber immerhin haben sie dann am Ende klar entschieden, dass sie gegen diese Schiedsverfahren sind, aber schon 48 Stunden später galt das Ganze nicht mehr. Herr Gabriel hat ein Gutachten veröffentlichen lassen, in dem plötzlich diese Schiedsverfahren gar nicht mehr so schlimm waren und man hat den Eindruck, dass die SPD und dass Herr Gabriel hier keine klare Haltung hat, sondern schlichtweg einen öffentlichen Eiertanz aufführt. T'as trop triché, va pas dire le rap est mort. C'est toi la victime bidon, j'espère t'as pigé. FNDA représente la familia. Tapis rouge pour l'NGA. En effet, je représente celle qui tue l'IA. Le rap est mort. Y'en a beaucoup qui le disent. Ja, eine aktuelle Stunde, eine Debatte hier im Deutschen Bundestag statt, wo Grüne auf der einen Seite, die Linke auf der anderen Seite gemeinsam dafür kämpfen werden, dass die Sozialdemokratie und die CDU-CSU diesen Wahnsinn, den sie begonnen hat, lässt. Es freut mich sehr, dass Alexander Ulrich von der Linken und Toni Hofreiter von Bündnis 90 Die Grünen und Bärbel Höhn von den Grünen gekommen ist und ganz, ganz viele Abgeordnete der Fraktionen Die Linke und der Grünen. Ich würde als erstes das Wort geben. Toni Hofreiter. Vielen Dank. Du musst ganz nah ran. Vielen Dank. Es freut mich,
hier zu sein. Es freut mich insbesondere auch, dass ich das große Transparent der Naturfreunde sehe, einer der Umweltverbände, die immer tapfer dafür gekämpft haben, dass wir zu vernünftigen und anständigen Regelungen im internationalen Handel kommen, dass wir wegkommen von ungerechtem Handel zu fairem Handel. Die Abkommen, die jetzt anstehen, sind ein weiterer Schritt eben nicht zu fairem Handel, sondern zu ungerechtem Handel. Und insbesondere hochproblematisch sind die sogenannten Investitionsschutzkapitel. In dem Investitionsschutz geht es darum, dass ein Investor, also das heißt zum Beispiel ein großer Konzern, einen Staat verklagen kann, weil dieser Staat etwas getan hat, was seine Investitionen angeblich berührt. Ein klassisches Beispiel dafür gibt es in Kanada. In Quebec hat versucht, Fracking zu verbieten. Also Fracking, diese extrem das Grundwasser gefährdende Art, Erdgas zu fördern. Und dann hat ein großer Konzern, Lone Pine, Quebec verklagt. Und jetzt ist Quebec in großer Sorge, dass sie mehrere hundert Millionen Euro bezahlen müssen und nehmen natürlich Abstand davon, dies zu verbieten. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass Entscheidungen im Parlament stattfinden, dass Entscheidungen bei Bürgerentscheiden stattfinden, dass Entscheidungen demokratisch stattfinden. Und wenn jemand sich in seinen Rechten berührt sieht, dann soll er vor den Gerichten bei uns klagen, dann soll er vor den Verwaltungsgerichten bei uns klagen. Wir haben eine Demokratie und wir haben einen Rechtsstaat und da braucht man keine extra tagenden geheimen Gerichte, um das Ganze auszuhebeln. Und wir erwarten von CDU, CSU und SPD, dass sie aus eben diesem Grund, wenn schon nicht aus den anderen Gründen, aber wenigstens aus dem Grund, dass zur Aushebelung des Rechtsstaates, die aus diesem Grund diese Abkommen ablehnen. Vielen Dank. Ja, liebe Naturfreunde, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal finde ich es ein ganz tolles Zeichen, dass wir heute anlässlich dieser Debatte im Bundestag hier nochmal deutlich machen, wir lehnen TTIP und CETA ab. Und es geht uns auch nicht nur um das, was die Grünen jetzt angesprochen haben. Uns geht es darum, dass die Welthandelspolitik der Europäischen Union auf den Prüfstand gestellt werden muss. Denn alle Freihandelsabkommen in dieser Welt haben bisher dazu geführt, dass Arbeitsplätze abgebaut worden sind, Umwelt- und Sozialstandards abgebaut worden sind, dass das Leben der Beschäftigten schwieriger geworden ist. Wir brauchen ein solches Freihandelsabkommen weder mit Kanada noch mit den USA. Und heute ist auch hier ein entscheidender Tag. Heute testen wir mit unseren Anträgen auch die Glaubwürdigkeit des Bundeswirtschaftsministers. Am Wochenende hat er die Medien beherrscht mit einem scheinbaren Abkommen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, wo signalisiert worden wäre, der DGB wäre eingeknickt. Aber wenn man diese roten Linien sich genau anschaut, die da in dem Papier stehen, müsste Sigmar Gabriel spätestens morgen, wenn in Ottawa der EU-Kanada-Gipfel vorbei ist, müsste er sagen, mit Deutschland ist dieser Vertrag nicht umsetzbar, weil wir rote Haltlinien haben und dieser Vertrag muss abgelehnt oder nachverhandelt werden. Ich gebe aber jede Wette ein, Sigmar Gabriel wird das morgen nicht tun. Später, du bist heute früh da. Und deshalb haben wir heute auch diesen Antrag von uns. Das ist dieses Papier, wo die Kernforderungen drinstehen, des SPD-Parteikonvents zu einer namentlichen Abstimmung gemacht. Und jeder von Ihnen kann heute Abend sich anschauen, ob die SPD so weit ist, dass sie auch tatsächlich das hier im Bundestag beschließt, was ihre Partei will. Wir gehen davon aus, dass sie das nicht tun werden. Doch da wird es zu einem Glaubwürdigkeitsproblem. Diese Woche hat Sigmar Gabriel sein Ministerium zwei Gutachten veröffentlicht. In einem Gutachten soll dargestellt werden, dass dieses Schiedsverfahren überhaupt keine Sorgen notwendig machen. Und wenn man sich anschaut, wer dieses Gutachten für die Wirtschaftsministerin gemacht hat, stellen wir fest, es ist ein Anwalt, der genau dieses Schiedsverfahren durchführt. Da hat jemand ein Papier gefertigt für Gabriel in eigenen Interessen. Und Gabriel stellt das auch noch so dar, als wäre das neutral. Deshalb glaube ich, haben auch die Grünen ein Gegengutachten gemacht, auch wir sind dabei. Deshalb glauben wir, wir dürfen uns nicht hinter die Fichte führen lassen von Sigmar Gabriel, denn er ist ein Befürworter von TTIP und CETA und alles andere, was er sagt, ist einfach die Leute belogen. Wir dürfen aber auch nicht Schluss machen mit unserem Protest. Vor wenigen Tagen hat die EU-Kommission es abgelehnt, dass es eine europäische Bürgerinitiative zu TTIP gibt.
Ich finde das ein Anschlag auch auf die demokratischen Mitspracherechte der Bürgerinnen und Bürger. Viele Organisationen haben aufgerufen in 21 Ländern. In Deutschland sind schon fast 1 Million Unterschriften gegen TTIP und die EU-Kommission lässt es nicht zu. Ich begrüße es außerordentlich, meine Fraktion, meine Partei auch, dass die Bürgerinitiativen vor das Gericht gehen werden, um diese Entscheidung zu revidieren. Wir wissen aber alle, dass das noch Monate dauern kann, bis eine Entscheidung getroffen ist. Deshalb begrüßen wir es außerordentlich, dass auf freiwillige Art und Weise man diese Bürgerinitiative vorantreiben will. Denn ich bin mir sicher, großer zivilgesellschaftlicher Widerstand kann TTIP und CETA noch stoppen. Wir rufen alle auf, beteiligt euch, unterstützt das Bündnis TTIP stoppen, damit wir wirklich in Deutschland keine Angriffe auf soziale, Umwelt, Natur und Rechtsstaatlichkeit bekommen. In diesem Sinne, vielen Dank, drückt uns die Daumen heute im Bundestag bei der weiteren Verhandlung. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das mit dem Freihandelsabkommen stoppen wird gelingen. Der Peter ist heute schon 7 nach da gewesen. Und wenn Peter Fuchs schon 7 nach hier ist, heißt das, dass wir gemeinsam den Widerstand auch zu frühen Morgenstunden vorantreiben können. Peter Fuchs von PowerShift, der Organisation, die eine ganze Reihe von nicht öffentlichen Dokumenten geleakt hat, die dafür gesorgt hat, dass Dokumente, die nicht veröffentlicht werden sollten, auch frei diskutiert werden können. Einer der theoretischen Motoren des Widerstandes gegen TTIP. Peter, schön, dass du da bist. Du hast das Wort. Du musst rein beißen, ne? Vielen Dank und schönen guten Morgen. Wer so wie ich heute Morgen schon um 7 Uhr CETA-Texte analysieren muss, hat kein Problem mit einer Kundgebung gegen TTIP und CETA um 10, 11 Uhr. Liebe Leute, außerdem braucht man nur den Deutschlandfunk anstellen oder in die Zeit gucken, dann weiß man schon, dass wir auf der richtigen Kundgebung hier sind. Denn eine Stimme hat sich heute ganz deutlich in Ottawa für CETA ausgesprochen. Das war unser Bundespräsident Gauck. Wir allerdings können mehr als ahnungslos über Freihandelsabkommen sprechen und naiv denken, weil da das Wort frei drin steckt, hätte das was mit Freiheit zu tun. Wir wissen, was in solchen Investitions- und Handelsverträgen drinsteht und wir wissen das insbesondere jetzt auch beim CETA-Abkommen, dem Abkommen zwischen der EU und Kanada. Ich möchte euch und Sie alle einladen, ab heute Nachmittag 15 Uhr eine ausführliche Analyse, die wir mit kanadischen NGOs zusammen erstellt haben, über 120 Seiten, gehen wir ins Detail. Wir haben aber auch eine kurze Zusammenfassung für die Politik und die Schnellleser vorne dran. Und wir werden das um 15 Uhr online stellen und der Fachöffentlichkeit, den Medien, der Politik und unseren Bündnispartnern präsentieren, um deutlich zu machen, hier geht es nicht um naives Gerede vom Westen gegen China, von Freiheit gegen Zwang, sondern hier geht es um scharfe Handels- und Investitionsregeln, die unsere politischen Handlungsspielräume für Klimaschutz, für soziale Gerechtigkeit, für Umweltschutz einschränken. Also, heute 15 Uhr, Making Sense of CETA. Guckt auf die PowerShift oder auf die Forum Umweltentwicklung Website. Ich möchte noch 2, 3 Dinge sagen. Wir kommen jetzt in die entscheidende Phase der Auseinandersetzung um TTIP und CETA. Die erste Phase haben wir gewonnen. Wir haben die Debatte geprägt um diese Abkommen und vor allem auch um die Investor-Staat-Klagerechte. Jetzt geht es aber ans Eingemachte. Es ist gut, dass heute im Bundestag Details besprochen werden. Es ist gut, dass jetzt Abstimmungen laufen und die Regierungskoalition gespalten sind, auch wenn sie manchmal nicht den Oppositionsanträgen zustimmen. Das geht ja auch einigen hier so, wenn sie in der Regierung beteiligt sind, wird manchmal den Oppositionsanträgen nicht zugestimmt. Aber wir wissen, sie sind gespalten. Die Sozialdemokratie, darauf hat der Vorredner Alexander Ulrich hingewiesen, kann sich an ihre roten Linien nur schwer erinnern, wenn es ans Eingemachte geht, aber es wird ein enorm hoher politischer Preis sein, wenn sie da einknicken. Und es gibt sogar in den Kreisen der CDU Zweifel und berechtigte Sorgen. Wir müssen als linke Opposition, als außerparlamentarische Kräfte und mit den Kräften, die in Regierungs- und Parlamentskreisen da skeptisch sind, jetzt Farbe bekennen. Jetzt kommt die zweite entscheidende Phase mit Abstimmung im Bundestag und bald im Europaparlament zur CETA-Ratifizierung, zu verbindlichen Resolutionen und nicht mehr nur zu schönen Worten. Dafür möchte ich mich bedanken bei denen, die im Parlament so aktive Arbeit machen und bei denen, die wir jetzt die unabhängige, die selbstorganisierte Bürgerinitiative draußen auf den Straßen, in den Versammlungssälen auf die Beine stellen. Wir wissen, wir wurden ignoriert. Das ist vorbei. Wir wissen, wir werden jetzt bekämpft. Im nächsten Schritt werden wir gewinnen. Zu den Bekämpfen gehört das, was der Kollege heute schon dargestellt hat, an halbintelligenter Erklärung, die irgendwelche roten Linien zieht, aber nicht sagt, wie dann das Verhalten folgt.
Wir müssen in dieser Phase des Aneinanderbekämpfens auf verbindliches Verhalten unserer Regierungsvertreter und unserer Parlamentarier drängen. Das ist in dem SPD-DGB-Papier leider nicht so klar drin, wie in Stellungnahmen der Einzelgewerkschaften und wie in unseren Stellungnahmen. Zum Bekämpfen gehört auch Pseudowissenschaft, wie Herr Ulrich sie zitiert hat. Diese Studie, die letzte Woche uns alle verharmlost, was eigentlich Investorstaat-Klagerechte in CETA bedeuten, ist von einem Schiedsrichter, der zukünftig richtig, richtig viel Geld verdienen will, geschrieben worden. Und Schlüsselklauseln sind dort falsch oder verharmlosend und eingeschränkt interpretiert. Ich danke den Grünen und Herrn Professor Krajewski, die heute Morgen dazu eine Gegenexpertise dargestellt haben. Denn so muss man auch mit solchen Gutachten umgehen. Zum einen die ökonomischen Interessen dahinter klar machen und zum anderen die Fehler und die Ausblendung unterstreichen. Also lade ich alle ein, auch da nachzulesen bei Herrn Krajewski, warum das BMWI Verharmlosungsgutachten so nicht stehen bleiben kann zu den Investorstaat-Klagerechten. Zur Bekämpfung gehört auch, dass wir eingeladen werden zu allen möglichen folgenlosen Dialogen. Das Entscheidende ist aber, dass wir in die Texte schauen können und dass wir mit Wissenschaft, Politik und den betroffenen Bevölkerungen über diese Texte reden können. Und da habe ich eine Bitte abschließend zu meinem kleinen Beitrag auch an die Parlamentarier. Viele von euch und viele eurer Mitarbeiter waren mutig. Sie arbeiten mit NGOs und Wissenschaft und Medien zusammen und ab und zu gibt es mal einen geleakten Text. Aber wo, bitteschön, liebe Volksvertreterin und liebe Europaparlamentarier, ist die Infoseite, wo all die Texte zu lesen sind, die im Parlament, in der Regierung und anderswo euch auch zugänglich zu lesen sind. Ich warte auf die Infoseite von Oppositionsparteien und kritischen Sozialdemokraten zu all diesen Texten. Habt so viel Mut. Ich komme zum Schluss. Ich lade euch ein, schaut euch die Analysen an und lasst uns gemeinsam eine erfolgreiche Bürgerinitiative starten. Weil ich ja gleichzeitig auch Vorsitzender des Umweltausschusses bin. Wir haben in diesem Ausschuss sehr frühzeitig dafür gesorgt, dass wir auch Informationen weitergegeben haben. Zum Beispiel haben wir den Peter Fuchs eingeladen zu einer Anhörung schon im Februar. Und wir sind jetzt auch mit dem Ausschuss in den USA und Kanada gewesen, um dort auch mit den Nichtregierungsorganisationen zu diskutieren und noch mehr Infos zu bekommen. Und das ist absolut notwendig. Denn dieses CETA ist halt die Blaupause für TTIP. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns auch auf CETA konzentrieren. Wenn CETA erst einmal durch ist, dann brauchen die teilweise TTIP gar nicht mehr. Denn jedes große Unternehmen aus den USA hat auch eine Dependance in Kanada und kann dann über CETA eigentlich genau das alles machen, was momentan, was wir auch zu Recht bei TTIP bekämpfen. Also lasst uns auch den Widerstand gegen CETA einfach mehr organisieren. Das müssen wir tun, um am Ende diese negativen Auswirkungen dieser Freihandelsabkommen in den Griff zu bekommen. Und was zum Beispiel total wichtig ist, ist, dass wir nicht nur allein gegen diese Schiedsverfahren vorgehen, die in der Tat absolut undemokratisch sind und die Unternehmen über die Gerichtsbarkeit der Staaten stellen, sondern dass wir auch dagegen vorgehen, dass zum Beispiel in Zukunft die Standards, die wir hier festsetzen, vorher schon mit diesen Partnern der Freihandelsabkommen, dass sie damit ausgehandelt werden müssen. Und jeder Standard, den wir dann in der Zukunft setzen werden, der muss erstmal überprüft werden, ob er gegen dieses Freihandelsabkommen verstößt. Und das ist eine Riesengefahr, wenn wir wissen von den kanadischen Kollegen, dass dort die Standards de facto sich nicht mehr weiterentwickelt haben, nachdem NAFTA in Kraft getreten ist. Und das wollen wir nicht. Es gibt Fragen wie zum Beispiel Fracking, die kommen dazu. Und für solche Fragen müssen wir auch Standards setzen und dürfen uns dann nicht zum Beispiel vor den Schiedsgerichten mit Schadensersatzklagen konfrontiert sehen. Denn das, was in Quebec momentan passiert, ist genau dasselbe, was wir in Nordrhein-Westfalen haben. Auch Quebec hat nichts anderes gemacht als ein Moratorium. Quebec hat nichts anderes gemacht, als zum Beispiel Lohnpipe nur einfach die Möglichkeit zu geben, zu prüfen. Und jetzt werden sie mit 250 Millionen kanadischen Dollar mit Schadensersatzklagen überzogen. Das kann uns genauso passieren, das kann Nordrhein-Westfalen genauso passieren und das wollen wir nicht. Und deshalb letzter Punkt. Wir haben hier wirklich jahrzehntelang gegen die Gentechnik gekämpft, für eine gentechnikfreie Möglichkeit, hier eben auch essen zu können und auswählen zu können. Wenn wir CETA zulassen, dann wird es in demnächst absolut problematisch werden, überhaupt noch gentechnisch veränderte Produkte hier, die auf den Markt kommen sollen, zu verbieten. Denn wir müssen nachweisen, dass sie wissenschaftlich eben auch gefährlich sind. Dieser wissenschaftliche Nachweis wird deshalb schwer zu führen sein, weil 80% der Gutachten sind ja von Monsanto und Co. finanziert. Das heißt,
Die Mehrzahl der Gutachten sagen einfach, das ist ungefährlich. Und deshalb wird es uns für uns schwer sein, das zu verhindern. Deshalb, sowohl was ACTA angeht, dann auch die Formulierung von ACTA, finden wir fast wortgleich in CETA. Also sowohl was zum Beispiel die Demokratie angeht, sowohl aber was die Möglichkeit von Rekommunalisierung von Dienstleistungen angeht, da sind eben keine Positivlisten, sondern Negativlisten, sowohl was die Standards im Umweltbereich angeht und die Schiedsgerichte, ist es notwendig, dagegen vorzugehen. Wir müssen alle gemeinsam mit der Bürgerinitiative Unterschriften sammeln und Druck machen von unten. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Wir brauchen mehr Informationen der Bevölkerung, um das zu transportieren. Danke. À tous les imitateurs, profiteurs et moqueurs des ondes féminines, je suis là pour couvrir les filles et pour tous les faux rappeurs misogynes. Écoutez, bouffez ma pire. Balance un air mauvais, balance ses vers vers eux, percez ses vers envers eux, vénère envers ceux qui nous ont trop longtemps versés dans un climat merdeux. Balance un air nerveux, balance ses vers vers eux, percez ses vers envers eux, vénère envers ceux qui nous ont trop longtemps versés dans un climat merdeux. Comme dit mon DJ, dance, fais-le, façon fâchée. Te dis direct, les faux sapés, façon carrière, je suis bienvenu.